Servus Leute und damit willkommen zurück bei Let's Play Dragon Quest Heroes. Ich habe nach dem Beenden der letzten Folge mal kurz Start gedrückt und da ist mir was aufgefallen und das machen wir jetzt geschwind. Bei Verschiedenes, Talentpunkte, kann ich jetzt die Talentpunkte meiner anderen Charaktere ebenfalls zuweisen. Das machen wir natürlich jetzt gleich mal, da schauen wir mal rein, was die anderen Charaktere so haben. Ich schätze, dass ich zu Anfang versuche ich ähnlich zu skillen, bis ich mal richtig drin bin im Spiel und weiß, wer wo was wie am besten kann. Man kann ja bei der Kapelle, wo man auch speichern kann, die Talentpunkte auch nochmal zurücksetzen lassen und anders verteilen. Dann machen wir nämlich gleich mal bei der guten Dame hier auch eine zweite Spezialattacke. Den Frosthieb, den brauchen wir immer. Da ich nicht weiß, wie der Computer spielt, der wird es wahrscheinlich recht häufig einsetzen, erhöhe ich hier mal die MP. Auf jeden Fall. Oh, jetzt habe ich noch 6 Punkte übrig. Was machen wir denn da? Feinde vor dem Zauber nennen werden als, ja, die gleiche Fähigkeiten wie ich. Ach, das ist von der Konzentration oder was? Spendiere mir dir mal das. Komm. Auf geht's. Ah, Voraussetzung. Blendender Blitz, der alle Feinde in der Umgebung trifft. Das ist jetzt hier unschlecht dann. So, dann hat der gute Doric. Der bekommt von mir auf jeden Fall erstmal hier Lebensenergie, weil das ist unser Tank. Dann verpasse ich jetzt erstmal ordentliche Lebensenergie. Dann verpasse ich ihm Stärke. Jetzt haben wir noch 8 Punkte übrig. Projiziert ein Portal, das Feinde erst einsaugt und in der Folge fortschleudert. Mache ich das oder verpasse ich ihm nochmal Stärke? Ich denke, verpasse ihm nochmal Stärke. Komm. So. Und ich habe immer noch 5 Punkte übrig. Okay, dann schauen wir mal, was wir noch haben. Ich könnte jetzt noch... Ich glaube, ich steige die Ausdauer. Ich steige die Ausdauer von nochmal von ihm. Und dann passt die Geschichte. So. Und dann schauen wir uns nochmal die Eiler an. Die ist auch Stufe 8. Alle sind Stufe 8, außer ich und die Rita. Wir sind nur Stufe 7. Was soll denn das eigentlich? So, da dieser Willpunkte hat, verpasst mir erstmal überhaupt eine Spezialfähigkeit. Die hat nämlich gar keine. Feuervogel. Und dann verpasst mir MP. Ein paar mehr Magiepunkte. Weisheit, ich schätze, das kann die ganz gut gebrauchen. Wie gesagt, es ist blöd, dass ich nicht einsehen kann, inwieweit sich Weisheit, Ausdauer, Stärke auf meinen Charakter ausübt, was es genau erhöht, mit was es skaliert. Das finde ich ein bisschen schade, dass ich das irgendwie nicht sehe. Vielleicht habt ihr es mir in die Kommentare schon geschrieben, aber da ich relativ viel Folge am Stück aufnehme, momentan, weil es einfach zeitlich bei mir nicht anders geht, kann ich erst in Parts folgend die Tipps annehmen und beachte. Aber ich habe ja vorhin schon einmal erwähnt, notfalls kann man ja die Talentpunkte immer noch nochmal neu zuweisen. Das ist ja gar kein Thema. So, wir haben immer noch 13 Punkte übrig, alter Vater. Machen wir mal die Lebensenergie auch. Kriegt ihr auch Lebensenergie spendiert. Und was kriegt sie noch? Besondere Effekte. Steigert das Geschick ein wenig. Ja, was bringt mir das? Die Abwehr gestärkt. Wird Angriff gestärkt, bei kritischen Treffern erhöht sich die Abwehrkraft. Ich denke, dass sie, wenn sie ist ja Fernkämpferin, sollte sie wirklich mal wenig LP kriegen, denke ich, ist es ganz praktisch, wenn ihre Abwehr gestärkt wird. Deswegen setze ich da nochmal 6 Punkte rein. Habe ich noch 4 Stück übrig und die kann ich. Ja, hauen wir nochmal. Nee, was? Wir machen Weisheit. Kriegt die nochmal ein Päckchen Weisheit spediert. So. Jetzt haben die noch Punkte übrig, die kann man aber nicht verwenden.
Dann war es das nämlich an der Stelle schon. Und ich würde sagen, wir machen uns gleich mal auf den Weg weiter und gucken, dass wir diesen Generator in die Stadt bekommen. Es ist okay, nerv mich doch nicht immer. Ich war doch jetzt schon dreimal draußen. Oh, diesmal dauert es aber ein bisschen länger, habe ich den Eindruck. Ja, zum Ende ging's. Das ist also der Generator. Hm? Keine Sorge, wir werden gut darauf aufpassen. Wir haben die Stadt ja von Monstern gesäubert, also wird es hoffentlich keinen Ärger geben. Nichtsdestotrotz dürfen wir nicht nachlässig agieren. Wir haben nach wie vor kein klares Bild davon, wie weit sich die Monster ausgebreitet haben. In der Tat, und deshalb werden uns einige meiner treuesten Gardisten beistehen. Sollte es irgendwelche Monster wagen, sich uns zu nähern, werden sie Stahl kosten. Und schon haben wir so einen Popelfurzer wieder. Der ist so goldig, dass der so böse sein kann, verstehe ich gar nicht. Bin auf dem Weg. Let's fetz. Haben wir den erstmal um, bevor er hier mir zu viel Yggdrasil-Blätter. Du kannst Verbündete, die ohnmächtig geworden sind, mit einem Yggdrasil-Blatt wiederbeleben. Nähere dich dazu einem gefallenen Freund und drücke A. Alles klar. Der schluckt ganz schön was. Der ist schon stärker wie seine Vorgänger. So, den ersten hätten wir schon mal weg. Jetzt fängt der an, sich ja noch zu heilen. Das geht gar nicht. So, wo taucht der nächste auf? Hier haben wir noch einen Feind. Wo ist er? Da. So oft habe ich den Knopf sogar gedrückt. Okidoki. Jetzt haben wir da oben einen und direkt links von uns einen. Jawohl. Dann werden wir den Link von uns natürlich als allererstes weghauen. Ich hoffe, dass ich das schnell genug schaffe. Was will ich denn jetzt schon wieder? Das ist ja mal geil. Mit Hilfe von Monsterbedalien kannst du die Flutangreifer der Feinde aufhalten. Finsterschlünde sind westlich und südlich des Generators aufgetaucht. Die Monster wollen ihn von zwei Seiten angreifen. Ja, ich kann's. Okay, ja. Ergibt Sinn. Okay. Okay. Ich probiere das aber erstmal anders da. Indem ich dem einfach gleich weghaue. Sollte eigentlich funktionieren. Ich bin da guter Dinge. Warum bin ich jetzt ganz woanders? Oh nee, ich habe hier ein Problem. Wie kann ich denn jetzt nochmal herbeirufen? Ich muss da mal ganz dringend zwischen reinkrapschen, sonst wird das hier eng. Ganze Ding hier mal säubern, das kann ja gar nicht sein. So. Nerv nicht. Da war doch gerade wieder eine Monstermedaille, genau. Okay. Geh du mal dahin noch. Und dann fetze ich mich jetzt mal kurz hier durch. Mach hier mal ein bisschen Platz her, ein bisschen Ordnung. Jetzt weicht er noch aus, der Sack.
So, ich glaube, als nächstes werde ich bestimmt meine MP mal erhöhen. Hab nämlich keine mehr. Das ist schlecht. Ja, das sieht doch ganz okay aus. Ich habe noch ein bisschen Zeit, das schaffe ich. Jawohl. So, und jetzt ganz schnell zurück, 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 zurück. Oh, hier habe ich ein paar Monster-Medaillen. Jawohl. Bam. Das ist mir egal. Ich hole mir jetzt erstmal den Schlundwächter. So, und den haben wir geschafft. So, ist noch das ein Golem, die sind dumm und dann ist gut. Ruhe im Garten. Ah, okay. Ich habe da unten nur eine begrenzte Anzahl an Felder. Und je nachdem, was für ein Monster, nimmt es unterschiedlich viel Platz ein. Und wenn ich dann neue Medaillen... Oh, da könnte ich doch durch. Neue Medaillen aufnehme, dann heilt es meine von mir schon gerufenen Monster. Das ist ja auch cool. Das finde ich eine coole Idee. So. Und wir haben 4 Yggdrasil-Blätter. Nicht erhalten, aber wir haben 4 Stück, meine ich. Hat ja gut funktioniert. Wow, Monster, die auf unserer Seite stehen. Klasse, das fühlt sich an wie in den guten alten Tagen. Naja, fast. Und leider nur für kurze Zeit. Sollen die Dinge wirklich wieder so werden, wie sie es einmal waren, müssen wir herausfinden, was hinter den jüngsten Ereignissen steckt. Och, wirklich? Ich hatte geglaubt, alles sei bereits auf bestem Wege, wieder so zu werden wie früher. Kopf hoch, Medici. Dass es prinzipiell möglich ist, unsere früheren Freunde dazu zu bringen, Vernunft anzunehmen, ist ein Beleg dafür, dass eine Lösung für das Problem existiert. Glaubst du wirklich? Okay, dann müssen wir eben unser Bestes geben, um den Schaden wieder gut zu matschen. Ich werde alles dafür tun. Aber genug von Monstermedaillen. Es gibt dringendere Dinge, um die wir uns kümmern müssen, nicht wahr? Wir haben es geschafft, den Generator in die Nähe des Labors zu bringen. Kehren wir ins Lager zurück und ruhen uns aus. Meine fähigen Forscher werden hier alles weitere erledigen. Alles klar. Ja, von der Zeit her kriegen wir fast immer einen Auftrag momentan in eine Folge. Danke euch allen, der Generator ist jetzt in Sicherheit. Ohne euch hätten wir das niemals geschafft. Meine Liebe, es gibt nichts zu danken. Es versteht sich doch von selbst, dass wir dir zur Seite stehen. Ich verstehe, warum sie das Lager synchronisieren und den Rest vom Text nicht. Ist doch kacke. Genau so ist es. Und letzten Endes waren es ja deine Monstermedaillen, die den Unterschied ausgemacht haben. Unser Sieg macht Mut. Aber ich kann nicht umhin, das Verhalten der Monster äußerst bedenklich zu finden. Warum sollten sie den Generator zerstören wollen? Das ist eine gute Frage. Vielleicht wurden sie von der Energie, die er imitiert, angezogen. Ich werde das genauer analysieren müssen. Aber konzentrieren wir uns zunächst auf die anstehenden Aufgaben. Sobald der Generator sicher im Institut ist, haben wir alles, was wir brauchen, um die Welt stilvoll zu erkunden. Ihr werdet es nicht bereuen, mir dabei zu helfen. Versprochen. Bin ich immer gespannt. So, wir haben Level 8 erreicht. Die anderen beiden sind immer noch Level 8. Wir haben 2 neue Talentpunkte bekommen. Ich glaube aber, wir waren beide auf 0 und mit 2 Punkten kann man eh nichts anfangen. Ein paar Goldminzer hat es wieder gegeben. Ein paar Goldglümchen, die verticke ich natürlich. Klassische Gold. Ahoha, ey, was ist das? Das muss ich ja gleich mal gucken. Inventar. Ausrüstung. Da scheint es nicht zu sein. Zutaten. Da ist es auch nicht. Rezepte. Kann ich später auch selber Sache schmieden oder wie? Details bitte. Ich kaufe Explosionsresistent. Resistenz 25%, okay. Goldener Armschmuck mit aufwendiger Gravur. Kann jeder benutzen. Das finde ich cool, aber kann ich leider noch nicht benutzen. Da ja unser werter Herr hier. Unser werter Alchemist immer noch nichts drauf hat. So. Gehen wir wieder zum Händler. Verkaufen unsere Goldklumpen. Jetzt haben wir 3 Stück. So, mal gucken, wie viel Geld wir jetzt zusammen haben. 1870. Kaufen. Jetzt könnten wir den Tanzstab kaufen.
Oh, der ist halt noch keine 2300. Was kann ich denn? Ich glaube, ich muss noch ein bisschen sparen. Obwohl, nee, ich kaufe einfach das Stahlschild noch für die Rita. Das wäre auf jeden Fall gut. Und den Rest, ja, muss ich mir zusammen sparen. Komm. Ist halt so. So. Da haben wir auch unsere Zeit schon wieder erreicht. Wie ihr seht, momentan klappt es eigentlich immer recht genau mit einem Auftrag, eine Folge zu füllen. Danach gehen wir immer schön zum Händler. Ich bin mal gespannt, ab wann wir dann richtig anfangen können mit dieser Alchemie-Geschichte, weil er wartet ja immer noch auf seinen Kessel, wann das da endlich losgeht. Wir sind jetzt zu viert unterwegs, alle Stufe 8. Ist doch ganz gut, kommen wir momentan wunderbar durch. Und an der Stelle würde ich dann für die Folge auch wieder sagen, lass mal's gut sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Hoffentlich wieder mit euch. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wie immer freue ich mich über eure Kommentare und eure Bewertungen in Form von einem Daumen nach oben oder ein paar nette Worte. Freut mich immer. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Quest Heroes. Bis dahin.